Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die fette Kokette und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Review hier auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute um Subway to Sally mit Weiztanz aus ihrer Live-DVD Eisheilige Nacht, was am 18.06. unter Napalm Records erscheinen wird. Heute große Sprachfehler. Und nein, ich habe nicht immer dasselbe an. Also ja, also den Hoodie schon. Einfach nur aus dem Grund, der ist super bequem und ich finde den gut. Keine Sorge, ich ziehe mich auch um, so ist nicht. Und ja, Subway to Sally. Freunde, die haben bei Napalm Records unterschrieben und ich freue mich tierisch, dass sie das gemacht haben, weil dann können wir das auch endlich mal benutzen. Bei Napalm Records sind da mega, mega entspannt und ich finde das super. Und ich bin mega gespannt, weil das letzte Eisheilige Nacht war ja mit Schandmaul meines Erachtens, Saltatio Mortis, Feuerschwanz, die ich absolut vergöttere, wie ihr wisst. Und die haben zusammen mehrere Songs, glaube ich, gemacht, da unter anderem Weiztanz. Das ist vor ein paar Tagen erst erschienen. Das hören wir uns an und ich habe da auch mega, mega Bock drauf. Zu Subway to Sally sage ich später noch was. Und ich würde sagen, wir gucken uns aber erstmal in Ruhe das Video an, weil das geht gute 5 Minuten und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Aufeinandertreffen der ganzen Mittelalter-Bands ist. Also, ab geht's. So, und da wären wir auch schon wieder. Wie gesagt, Subway to Sally, Schandmaul, Saltatio Mortis, Feuerschwanz. Singen alle zusammen Weiztanz. Ich bin jetzt mal verwirrt. Ich bin etwas verwirrt, weil da die 2014er Variante steht gerade. Wieso, was da, warum? Keine Ahnung, aber ich nehme an, dass es wird hier dieses Letzte vom letzten Jahr sein. Vielleicht ein Tippfehler oder sowas. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall springen wir direkt rein und ich bin sehr gespannt. Da sehen wir auch schon den Hauptmann von Feuerschwanz. Oh, Pettigurdi. Ich hab sie richtig ausgesprochen. Pettigurdi ist auch dabei. Ich würde sagen, wir lassen den Song einfach durchlaufen und reden danach ganz entspannt drüber. Wir genießen jetzt einfach mal die All-Stars aus dem Mittelalter. Ach, der Hauptmann trägt mal einen Schluck. Ängstlich vor dir weiter suchen, dich nicht finden, dabei fluchen. Ja, der Hauptmann singt über einen Drachen. Perfekt. Okay, er ist, glaube ich, der Einzige, den ich jetzt nicht erkenne. Wer ist das? Haut's mal in die Kommentare. Gänsehaut.
geil. Richtig geil. Ja, das waren Subway to Sally, Schandmaul, Satatio Mortis, Feuerschwanz mit dem Song Weiztanz aus ihrem kommenden Live-DVD Eisheilige Nacht, Back to Lindenpark, was am 18.06. unter Napalm Records erscheinen wird. Ich nehme an, ist eine CD, Live-DVD und ich finde es super geil. Also die ganzen großen Mittelalter, deutschsprachigen Mittelalter-Bands zu sehen, macht mir natürlich unglaublich viel Spaß. Und wir konnten Subway to Sally, wollte ich schon mal früher was machen. Ging urheberrechtlich nicht. Satatio Mortis wollte ich was machen. Ging urheberrechtlich alles nicht. Weil ich glaube, Satatio Mortis sind bei Universal und die sind da auch nicht sonderlich begeistert. Oder Sony, ich bin mir da gerade nicht so hundertprozentig sicher. Aber dadurch, dass Subway to Sally jetzt bei Napalm Records unterschrieben hat, können wir natürlich auch endlich was machen. Und es hat Spaß gemacht. Paddy Cody war auch noch dabei. Das Mädel mit diesem wunderschönen blauen Kleid. Sehr cool. Also wirklich geil. Und dass der Hauptmann Feuerschwanz natürlich wieder in seiner Standardbekleidung kam, super geil. Und dass der, was mir besonders aufgefallen ist, erstens, dass der Feuerschwanz-Hauptmann natürlich ein Part mit den Drachen bekommen hat, schon mal super. Und dass der Elea, also der Sänger von Satatio Mortis, seinen eigenen Stil mit reingebracht hat. Also er klang wirklich genau wie bei Satatio Mortis, hat sich nicht versucht, irgendwie zu verstellen. Also fand ich super geil. Und generell die ganze Kombination von allen Musikern zusammen, geil, hat mir eine Gänsehaut verpasst. Und Subway to Sally habe ich, muss ich leider gestehen, ewig nicht mehr gehört. Subway to Sally waren damals, vor 15, 16 Jahren, der Grund, warum ich mit Mittelalter Rock angefangen habe. Ich habe damals Subway to Sally hoch und runter gesuchtet. Damals, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das Album, Fop den Dämon, glaube ich, oder so. Damit hat das Ganze, glaube ich, angefangen. Bandkreis mit Mephisto war damals. Und geil, also wirklich geil und ich mag Subway to Sally, auch wenn viele Probleme mit der Band haben, gerade wegen dem Sänger Eric Fish, der vielleicht jetzt ein bisschen nicht wie andere Sänger klingt, was jetzt überhaupt nicht negativ gemeint ist, er klingt schon ein bisschen raus, natürlich, was ja für eine Band jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss, also ich finde Erkennungswert hat Subway to Sally dadurch auf jeden Fall, man muss natürlich auch erstmal einen Sänger haben, der sich natürlich ein bisschen von der anderen Masse abhebt. Und das macht der Erik. Und großartig. Und wie gesagt, Subway to Sally habe ich, glaube ich, auch schon zweimal akustisch live gesehen. Zweimal normal gesehen, also mit ihrem klassischen Rockkonzert. Und die machen einfach Spaß. Also die haben wirklich großartige Alben rausgehauen. Gerade, also jetzt mittlerweile, es ist ja, weiß ich gar nicht, Engelskrieger habe ich noch mitgemacht. Dann nochmal zwei Alben, glaube ich, und dann hört es, glaube ich, auch schon auf. Ich glaube, die haben auch noch ein paar Alben gemacht. Bin mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher. Engelskrieger ging ja dann schon in die etwas härtere Schiene. War es auch nicht negativ für Engelskrieger. Ein großartiges Album. Aber mir haben diese leichten Mittelalter-Sachen besser gefallen. Feuerschwanz geht ja nun auch etwas mehr in die etwas härtere Richtung. Was ja alles nicht negativ ist. Um Gottes Willen, sie klingen alle super toll. Und generell dieses ganze... Wie sagt man? Diese ganzen Mittelalter Allstars mal auf einen Haufen zu sehen. Super, super geil. Großartiges Video, großartiger Song. Haben sie super, super gut gemacht. Und ich bin sehr gespannt, ob Napalm Records da nochmal was releasen wird, bevor die DVD
Mitte Juni erscheinen wird. Wie hat euch das Song gefallen? Seid ihr Fans von Subway to Sally, Schandmaul, Satatio Mortis und Feuerschwanz? Haut's in die Kommentare. Ihr müsst mir übrigens noch beantworten. Wer war denn der Mann mit der Krawatte, der so eine leichte Operngesang hat? Ich kenne mich da nicht so aus, um Gottes Willen, aber ist es der Sänger von ASP oder ASP? Ich habe keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden. Würde mich sehr interessieren. Irgendwie hatte ich irgendwie so leicht im Ohr, ich kenne mich mit ASP oder ASP, keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden. Nicht sonderlich gut aus, aber irgendwie war es kurzzeitig im Ohr. Haut's in die Kommentare, würde mich mega drüber freuen. Sämtliche Links zu sämtlichen Bands findet ihr in der Videobeschreibung. Link zum Video natürlich auch und zu Napalm Records. Lasst gerne noch ein kostenloses Abo da, einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann, ciao.